Dann hat als letzter der heutigen Fragestunde Herr Wild die Möglichkeit zu einer Frage. Verehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Gäste. In einer Anfrage, die ich gestellt habe, wollte ich wissen, wie viele muslimische Kinder in Berlin geboren werden. Die Antwort des Senats darauf war, es ist nicht bekannt. Ich frage den Senat, beabsichtigt der Senat aufgrund der gewissen Schwierigkeiten, die bestimmte Muslime mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben, die Anzahl der muslimischen Geburten zu erfassen und wenn ja, wie? Offenbar Frau Senatorin Kollack. Ja, Frau Präsidentin, Herr sehr geehrter Abgeordneter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, in der Tat, was Statistik angeht, gibt es ja zwei Aspekte. Einmal Aspekt der Herkunft des geborenen Kindes und einmal, was die Staatsbürgerschaft angeht. Was die Staatsbürgerschaft angeht, gibt es Statistik. Was die Herkunft der Kinder angeht, gibt es diese Statistik tatsächlich nicht. Ich muss aber an dieser Stelle auch unterstreichen, aus gutem Grunde nicht. Aus unserer Geschichte heraus wissen wir, dass es nicht immer angebracht ist, bei der Statistik die Ethnie von Menschen festzustellen. In diesem Sinne kann ich einfach hier die Antwort wiederholen, dass, was die Staatsbürgerschaft angeht, gibt es die Statistik, aber die Erfassung nach Herkunft in diesem Zusammenhang existiert nicht. Vielen Dank. Für eine Nachfrage, Herr Wild. Also, obwohl bekannt ist, dass der muslimische Glauben eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt, wird diese Frage nicht gestellt. Habe ich das richtig verstanden? Frau Senatorin. Also diese Frage erachte ich als diskriminierend und auch nicht gedeckt durch unsere Verfassung. Deswegen werde ich diese Frage nicht beantworten. Für eine weitere Nachfrage hat der Kollege Lute das Wort. Vielen Dank. Frau Senatorin, ich habe die Antwort im Zusammenhang mit der Frage nicht verstanden. Sie haben plötzlich von ethnischer Herkunft und sowas gesprochen. Ich hatte den Kollegen Wild so verstanden, dass er von Muslimen gesprochen hat, also sprich, so wie ich als religionspolitischer Sprecher das verstehe, von Leuten einer bestimmten Glaubensrichtung. Und die Glaubensrichtung wird doch zumindest beispielsweise bei Bürgern christlichen Glaubens, genau wie jüdischen, erfasst. Ist das bei Muslimen nicht der Fall? Frau Senatorin. Also das, was ich hier als Aussage getroffen habe, gilt natürlich auch für die Religion. Also die Herkunft, die kulturelle Herkunft umfasst Sprache, Religion und auch andere Aspekte. Insofern möchte ich auch in diesem Zusammenhang meine Antwort verstanden wissen. Vielen Dank. Damit hat die Fragestunde für heute ihre Erledigung gefunden.